Deswegen habe ich gedacht, du bist jetzt drinne und wir sind beim 10 gegen 10 und ich wusste nicht, dass die einen Bot drin haben. Achso, nee. Ich hab's nicht gesehen, ich musste runterscrollen, sorry. Ah, Marcel, Marcel. Machst du wieder Sachen. So. Josi wird sich um den C-Cap kümmern, nicht um den B-Cap. Wo steht die Atago? Die steht ganz vorne, hinter der Grenze. Mitte. Oder wo stehst du? Nee, Mitte. Mitte. So, jetzt sehe ich euch. Okay, die Amagi und die Atago werden die linke Seite hochfahren. Und hier halt flankieren einfach. Ihr macht das halt nach eurem eigenen Ermessen, wie immer. Wie ist der Trips vertauscht? Wer hat das vertauscht? Wie ist vertauscht? Oh. Okay. Ja, dann ich weiß zwar nicht, was er meint, aber... Ja, wir wollten wohl... Die wollen halt aus bestimmten Positionen starten. Achso, wir sind ja Tier 1. Ja. Davon hängt es ab. Da gehen wir alle raus. Geht mal alle raus aus dem Raum. Ja, bitte. Starten nur die unten, weil wir so nachher auch spielen werden gegen die anderen. Ja, aber wenn er aufmacht, kann er doch nicht. Doch, er kann uns, er kann sich und uns dahin schieben, wo er will. Aber sich selber doch nicht, oder? Doch, ich glaube schon. Ich war der Meinung, dass... Alle raus. Wenn er das... Ich war der Meinung, man kann sich selber nicht rausgehen aus dem Raum. Alle in den Hafen zurückkehren. Sobald alle raus sind, ist es unentschieden. Ja, ja, Schiff ist da. Ja. Perfekt. So, guck, dass alle Flaggen drauf sind noch und dann gehen wir wieder rein. Weil ich bin der Meinung, du kannst dich nicht selber in Team 2 ziehen. Das, ja gut, wir werden das schon wissen, die haben wir da ein bisschen erfahren. Ja gut. Boah, Alter, das ist offen. Doch, geht, siehst doch. Oh, tatsächlich. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Mhm. So, das heißt, wir starten oben. Ja, nur damit ich das richtig verstanden habe, sobald ich einen anderen Zerstörer sehe, sehe ich eher zu, dass ich wieder... Ja, das ist also... Kein Zweikampf. Nein, er wird auch... Also die ganzen anderen Zerstörer, die ich jetzt bis jetzt immer gesehen habe, haben auch nie zurückgeschossen. Also das geht nur darum, dass du praktisch spottest und unsere Leute die rausnehmen. Aber halt auch, der spottet dich halt auch und du wirst auf jeden Fall auch beschossen werden. Also guck, dass du da auch eher wegfährst und den Kontakt abbrichst. Okay. Wenn, dann spottet den lieber unser Carrier und wir nehmen ihn dann aus. Oder Radar haben wir nicht... Ja, also guck, dass du halt überlebst. Nur das reicht schon immer, es reicht ja schon, wenn wir wissen, wo der ist ungefähr, dass wir halt wissen, von wo die Tops kommen. So. Toll, die haben einen Punktevorteil. Wieso? Na, wir haben einen 7er, die haben einen 4er Vorteil. Ist egal, das ist ein Flugzeugträger. Das ist egal. Achso, das ist egal. Das ist egal. Wo steht die Amagi? Bei C oder bei B? Ja, auf welcher Seite? Bei C. Bei C. Okay. Die Atago auch wieder? Nicht nicht gut, wie natürlich. Diesmal da. Dann werdet ihr da halt die Flanke hochfahren. Die Kutusov und die Amagi. 9er Reihe, 10er Reihe. Ja, ihr guckt halt, dass ihr halt rumfahrt und die mal beschießen könnt. Und halt, je nachdem, werden wir dann auch abstimmen, wie viel Druck ihr macht. Ihr sollt halt auf jeden Fall da, dass ihr euch in Position bringt, dass ihr halt beschießen könnt. Achso, Aufnahmetaste. So, wohin? Auch oder wie? Die Atago bleibt erstmal zwischen. Ja, doch. Nee, die Atago bleibt erstmal zwischen B und C. Und. Jo, Alex bleibt erstmal bei mir hier bei C. Und die Tirpitz, Benson und Kutusov auf der anderen Seite, die fahren nach B. Und also, Jan, ich bleib nirgendwo. Ich bring mich jetzt um. Durch die Mitte nach B oder von außen? Ach ja, stimmt, du. Von außen. Nee. Wir haben keinen Support da. Nee, guck mal, dass ihr da vorne aus der Position das macht. Ja, sonst schießt auch mit drauf auf die Heli oder was auch immer.
ich sterbe schon früh genug, das ist kein Problem. Fahrt mal damit, dass wir euch besser unterstützen können. Genau, die NC hier, Mike, genau, Mike ist das, kommt mit nach C. Beziehungsweise, guck, dass du hier, ich werde hier vorne vielleicht einen Smoke lassen oder so. Du bist da und ich bin du die jetzt nach C oder B? Weil ich würde da hinterher ich fahre nach C. Ich fahre nach C, die, Jose fährt drüben nach B. Bomber mal B. Ja, die sollen spotten, genau. Ich bin gleich gespottet, ne? Ja. Bin gespottet. Was war das denn, Alex? Die erste Torpsalve, was war das? Ja. Achso, das sah von mir so aus, wenn ich verhungert bin. Ja. Genau, Nico, guck mal, dass du vielleicht einmal kurz einen Flieger auch über die Flanke schickst, wo die Kutuzombie am Magi fahren, dass sie wissen, wie viel da ihnen entgegenkommt, dass ihr halt da und zügig ihnen in die Flanke fällt. Achso, und Jose, gucke, dass du halt in den Cap fährst. Beziehungsweise ist halt, also, nicht, ne, kein Selbstmord, du sollst überleben, aber dass du halt da ein bisschen spottest, den Cap unterbrichst, blockierst. Mach ich. Pass halt immer auf die Flugzeuge auf. Wenn die dich sowieso dauerhaft offen halten, dann kannst du auch Flak anmachen, aber sonst würde ich die erstmal auslassen, dass du halt. Die Bomberstaffel hat uns jetzt aufgedeckt. Ja, hat uns aufgedeckt. Ja, ist ja egal. Nee, eigentlich nicht. Gib doch euch mal ein bisschen mehr Gas. Wollt ihr Nebel haben am Cap? Nee, nee, ihr bleibt erstmal lieber ein bisschen hinter der Insel da, bitte die Kutuzov und Tibbets. Ich glaube, Kutuzov und Amari können sich ein bisschen mehr Richtung C orientieren. Benson ich glaube nicht, offen. Dass sowas kommt. Ja, die sind auf der anderen Seite, genau. Kommt mal nach C reingefahren. Die sind eher auf die andere Seite verlagert. Denke schon. Soll ich jetzt auf C wechseln oder was? Nein, du nicht. Die Kutuzov und die Amagi. Okay. Genau, guck. Nicht zu viel riskieren. Wenn du den Cap jetzt nicht blockierst, ist auch nicht so schlimm. Guck mal, wir haben jetzt gleich C. Dann haben wir erstmal einen Cap, auf dem wir uns. Der für ein paar Punkte für uns generiert. Also ja, nicht darauf was sagen, oder? Ja, natürlich. Ja, ich kann leider einen Nebel verwenden für mich selber. Ja, sonst verletzt ja, mich. Guck, dass du halt auf jeden Fall überlebst. Und dann halt, ja. Gib dir Smoke. Aber pass auf, ich muss. Kann ihn nicht zu breit setzen. Mike, fahr mal bitte. Komm mal, fahr mal nach C runter, Mike, mit deiner NC. Komm mal hier rein. Dass wir hier. Wir müssen durch C mal eine Fangbewegung aufbauen. Ich brauche Licht für den Kreuzer. Dass wir hier über die Mitte den in die Seite schießen können. Da kommen die Amagi und die Kutuzov bitte auch hin. Dass wir hier zwischen den Inseln da den in die Seite schießen können. Das ist das Ziel jetzt, dann dieser Bewegung. Weit vorgefahren. Und ihr guckt halt, dass ihr da oben euch ein bisschen. Guck halt, dass du ja nicht im Smoke stehen bleibst, da können halt Torps reingeworfen werden, dass du weiter spottest. Deiner Benson trotz allem. Ich kann nichts beschießen, nee, ist kein Licht. Ja, du bist. Mike, guck mal, dass du nicht zu viel Breitseite zeigst. Sonst, sonst falsch Längenlinie ein bisschen, damit du dorthin kommst. Bin tot. Okay, die haben sich hier vorne auch ziemlich heftig. Ey, warum? Nächste. Das gibt's, was ist das für eine Streuung? Erstmal nicht zu weit vorfahren. Erik, guck du sonst, dass du auch B da verteidigst. Bei Marcel ein bisschen. Also, falls sie da halt pushen sollten, dass du da immer mal ein bisschen Präsenz zeigst. Ich leg dir jetzt hier vorne Ogradas an. Marcel, guck, ich werde dir hier vorne gleich einen Smoke hinlegen, Mike. Bleib eigentlich nicht. Ja. Ja, weil. Nicht abdrehen, nicht abdrehen, nicht abdrehen. Gut, ich mach schon, ich mach schon, okay. Ich hab schon reduziert. So, hier, ich komm zum Smurf, stell den hier mal rum. Also guck halt, dass du dich irgendwie an die Kante dort stellst, weil mit der NC kommst du eigentlich dort knapp drüber. Ja. Eigentlich. Dann und kannst du Erik noch vorbeilassen. Kannst du deinen wie gesagt, du bleibst da oben, guckst, dass die Tippets, dass du die unterstützt, dass du spottest, Jose. Ich krieg gleich top. Marcel, ich glaube, du sollst von der Lücke weg. Wenn er die ja, ich bin dabei, ich bin, okay. ich bin dabei. Ich nur, ja, jetzt krieg ich 30.000 kassiert, ey. Das ist scheiße. Smokescreen set. Ich guck mal, dass ich hier zu Bismarck komme und da vielleicht mal reintorpe hier oben in den Nebel.
Die Torps aber garantiert hier quer durch, ne? Also, ja, genau, wartet halt, dass auch in den Nähe ab und zu mal Torps kommen. Also, Mike, du stehst komplett Breitseite, guck mal, irgendwas besser einstellst. Da ist die Benson, bitte beschieß die. Wenn die aufgeht. Guten Treffer gerade auf die. Die stehen einfach zu gut. Also die Benson hat garantiert jetzt getorbt. Ich habe erst in einer Minute Nebel. Ich kann nichts machen. Ja, guck halt, dass du, wenn du halt einfach zu krass fokussiert wirst, hinterm Berg auch keinen fährt. Da hier links war du, ich habe zwei Feuer drauf. Ich kann nichts mehr machen. Ich muss bei den Torps schon rappen. Torps sind halt so. Wir hätten früher von B weg müssen. So, Erik, fahr mal hier weiter nach unten. Wir gucken mal, dass wir die jetzt flankieren. Da ist die Benson wieder. Guck, dass ihr die mal wieder schießt halt. Wir werden jetzt hier die Amagi und die Atago bitte mal hier runterfahren nach D. Da flankieren die Bismarck, pusht da raus. Jose, guck, dass du da halt verlangsamst, dass du den Schlachtschiffen Kreuz an Torps in den Weg schmeißt. Ja, schon so viel Schiffe hier waren. Ja, das hat sie ehrlich. Markus, guck, dass du, das war nicht so. Ich bin dran. Frontal ist der Nelle getroffen, aber richtig. Drei Stück. Guck, dass ihr die Benson fokussiert hier vorne. Was sehe ich vor dir? Die Benson. Guck, dass ihr den Halter voll in die Seite schießt. Guck, dass ihr die Benson weiter fokussiert. Die kommen weg. Aber auch kommen nicht raus, da richtig. Guck, dass du halt dich irgendwann in Position bringst, zu schießen. Dahinter zu warten bringt nichts. Ja. Wir hätten uns auf ein Cap konzentrieren müssen. Nein, wir fahren nicht mehr als ein Team, das ist nicht sinnvoll. Das Problem war, dass ihr, dass Tobi am Anfang sofort gestorben ist, dass unsere Benson ziemlich früh rausgenommen wurde, dass du dann auch sehr schnell gestorben bist. Ja, ich konnte nicht viel machen, ich stand ja, du hättest dich zur Not, das hätte ich dir vielleicht auch sagen sollen, aber du hättest dich vielleicht auch noch mehr hinter die Insel einfach zurückziehen sollen, weil ihr solltet da erstmal einfach nur dafür sorgen, dass sie da nicht durchpushen. Also das Problem war, José, du warst viel zu weit vorne, also ich weiß nicht genau, aber als ihr gesehen habt, dass dort alles langkommt, José, hättest du eigentlich schon direkt wegdrehen müssen. Als du ihn weggedreht hast, hattest du eigentlich schon die Insel im Weg. Das ist halt ein riesengroßes Problem. Sagte, ich sollte blocken. Das kannst du machen, also es ist nicht als Aufgabe, dass du die ganze Zeit den Cap blockieren sollst. Das kannst du immer mal, also... Also das Beste wäre es eigentlich gewesen, wenn du instant rumgedreht wärst und halt deine Schlachtschiffe gesmoked hättest. Am besten müsste man diesen kleinen Korridor einfach, damit die einfach dort vorbei segeln können, ohne direkt Breitseiten zu fressen. So, und wenn du dann jetzt zum Beispiel... Akzeptiere ich, aber ich hatte, bevor ich reingefahren bin, gefragt, soll ich einen Nebel ziehen? Und mir wurde gesagt, nein. Aber akzeptiere ich, keine Frage. Weil das noch zu früh war. Du sollst natürlich trotzdem, müsst ihr zur Not euch auch manchmal selbstständig da einfach koordinieren, in dem Moment, wie ihr da euren Smoke braucht. Aber es gilt halt darum, wenn die Schlachtschiff noch eine Minute braucht, bis es überhaupt da ist, ist halt nicht sinnvoll, schon den Smoke zu legen. Also ich denke halt, es wäre sinnvoll gewesen, den Korridor zu smoken, einmal komplett durch, hätten wir uns dahinter campen können, auch Breitseite notfalls, und halt aufpassen können. Und dann hätten die, sobald der Smoke auch nur annähernd verschwinden würde, hätten die halt hinter die Insel gehen, dort hast du halt einfach so einen riesen Inselvorsprung, gerade als MC kann man dort übelst einfach drüber schießen. Haben sie das mit dem Smoke ziemlich gut gemacht. Bei uns hat der DD gefehlt, der da zum Beispiel reintorbt, der hat halt gefehlt. Ich war zu weit weg, die waren auf über 10 Kilometer tatsächlich, das war das Problem. Ich hatte das Problem, dass der CV einfach nur wild in den Smoke getorbt hat. Dann konnte ich nicht nach links ausweichen hinter die Insel, weil dann Benson-Torps da kamen.
Und der hat das nicht so gemacht, dass er beide Salben rausgehauen hat, sondern er hat eine rausgehauen, nochmal 30 Sekunden gewartet, die nächste rausgehauen. Deswegen konnte ich auch schlecht nach links weg. Nach rechts konnte ich nicht weg, weil ich einfach zu nah an der Insel war. Ich hätte aus dem Smoke rausfahren müssen. Dann wäre ich gespottet gewesen, hätte alles auf mich schießen können. Das gut. Problem... Von vornherein ist es mal eine defensive Person dahinter, Position hinter den Inseln ein. Dadurch, dass du halt so aggressiv sehr offen in dem Tunnel standest, wurde ich halt forciert, dich zu smoken. Musste halt extreme Breite zeigen und die wurde halt direkt von denen gepunished. Und dann warst du halt alleine gegen in dem Tunnel, den ich gesetzt habe, und die wussten halt, war ja ein gerader Tunnel, und dann konnte der halt einfach sehr leicht da reintorpen. War das Grundproblem. Die Deftorps habe ich ja nicht gefressen, so ist es nicht. Nee, die Flugzeugträger, die kamen ja von der Seite, weil meine Smoke eine Linie war. Deswegen, das war halt, dass du da ein bisschen zu aggressiv standest. Dann lieber nur zwei Türme benutzen oder erstmal hinterm Berg campen, die halt nicht pushen können, damit die anderen halt reindrängen können. Naja, ich stand spitz drinne, so ist es nicht. Ich konnte eh nur zwei Türme benutzen. Nee, du konntest halt von allen Seiten attackiert werden. Also entweder hätte ich halt dich wärmen lassen oder dich smoken, und dabei bin ich halt gestorben. Ja. Hat sich halt im Nachhinein nicht gelohnt, also vielleicht zu kurz, ja. So eine Aktion vermeiden mit Kulusov. Aber wir dürfen halt nicht zwischen den Inseln stehen. Das engt uns nur ein, und die wissen genau, wo die hintorpen müssen. Das bringt uns überhaupt nichts. Und von der Seite kann sie ja nichts beschießen.